Whoa. My vixen? Etwas. Raufdrücken! Drück auf die Fernbedienung! Du! Ich Flattertüten? Stech dir in die Augen aus! Donner? Donner? Absi! Fehler! Netter Versuch, Hosschmutz. Man müsste deine Hartnäckigkeit fast bewundern. Eigentlich sollte ich dich töten, aber langsam tust du mir leid. Wer weiß, wie ich mich verhalten würde? Wäre ich auf einer Müllhalde geboren, ohne jede Hoffnung auf ein besseres Leben. Ohne jede Hoffnung. Ich würde dir ja gerne den Gefallen tun, deiner nutzlosen Existenz ein Ende zu setzen. Von alleine würdest du niemals aufgeben. Ein kleiner Tritt nur. Aber das ist leider unmöglich. Du hast da nämlich etwas, das mir gehört. Das ist Donner. In Golds Körper. Sie muss komplett verwirrt sein. Also noch kompletter. Können wir das nicht bereden, nachdem du mir hochgeholfen hast? Ich werde nicht zulassen, dass er gewinnt. Ja, das nicht zulassen. Komm schon! Ich muss. Hilf mir hoch! Ach, du bist nicht in der Position für Verhandlungen. Gib mir die Fernbedienung, dann höre ich dir vielleicht noch ein bisschen zu. Ah.
Wenn ich es nicht tue? Gott, was waren jetzt welche? Hier war für Krawalgo oder so? Ich habe keine Ahnung. Zum letzten Mal, gib mir diese gottverdammte beschissene Fernbedienung! Ich weiß, du brauchst die Aufstiegscodes, nicht wahr? Was soll das werden, Schlauberger? Du weißt genau, was ich will. Hier geht es gar nicht um Goal, oder? Verplempere nicht meine Zeit, du Freak. Gib mir jetzt die Fernbedienung, oder wir fliegen alle in die Luft. Die Bombe tickt. Upsi! Nein, du hirnverbrannter Volltrottel! Ich sollte dich... Goal, das war ja... Wow, gut gemacht. Ja, sieht so aus. Ich wollte es wohl einfach nicht wahrhaben, aber offenbar lagst du richtig mit ihm. Warum hat er das nur getan? Ist doch egal jetzt. Hilf mir hoch. Ja, natürlich. Aber nicht bevor ich mich entschuldigt habe. Ich habe dir Unrecht getan. Ich dachte, du würdest mich anlügen. Dabei hätte ich dir von Anfang an vertrauen sollen, nicht ihm. Hinter meinem Rücken die Bombe zu starten. Unfassbar. Ich könnte niemals mit so einem Lügner zusammen sein. Und trotzdem war es so, oder? Cletus ist der Lügner, richtig? Ja, Cletus hat... Was? Mich angelogen? Mhm. Rufus! Ja... Cletus ist, Der Lügner? Sag es doch einfach! Ich kann nicht, es wäre gelogen! Cletus hat dich nicht belogen. Was war das? Er hat die Zündsequenz nicht gestartet. Das war ich. Du? Heißt das etwa, Cletus hat mich gar nicht verraten? Ich habe ihn vollkommen zu Unrecht niedergeschlagen? Irgendwie schon. Aber dass ich dir die Wahrheit sage, zeigt doch, dass ich hier der Gute bin. Oder? Nein, es zeigt lediglich, dass der bestmögliche Rufus immer noch schlechter ist als Cletus. Goal, lass mich nicht hängen. Ich hab dir doch alles gesagt. Goal. Na, Rufus, hast du es wieder geschafft, dass sich das Blatt in letzter Sekunde gegen dich wendet? Hm? Ich sagte doch. Du willst gar nicht gewinnen. Zumindest nicht durch Betrug, nicht wahr? Nun, du hast gut gespielt bis hierher. Aber am Ende kommen die Karten immer auf den Tisch. Ich habe zwei Damen. Was hast du? Spielen wir jetzt Rummy? Tja, sieht so aus, als hättest du es mal wieder versaut, Rufus. Oder hast du etwa noch einen Trumpf im Ärmel, von dem ich nichts weiß? Janosch und seine Widerstandskämpfer werden jeden Augenblick hier oben sein. Diese Jammergestalten, dass ich nicht lache. Ich bezweifle ernsthaft, dass überhaupt noch einer von denen am Leben ist. Das muss ein echter Hirni gewesen sein, der diesen Angriff ausgeheckt hat. Diese ganze Aktion ist dermaßen dämlich, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass du damit nichts zu tun hast. Hey. Okay, Themenwechsel. Goal wird das nicht zulassen. Sag es ihm, Goal. Es tut mir leid, Rufus. Mir auch. Es muss schwer für dich gewesen sein, mir dein wahres Gesicht zu zeigen. Was hat er getan? Ich sehe jetzt, wer du bist. Ganz schön tapfer. Aber es reicht nicht. Leider. Du hast mich einmal zu oft enttäuscht. Du hast die Mädels gehört. Das Spiel ist aus. Hältst du das hier für ein Spiel? Es geht hier immerhin um einen ganzen Planeten voller unschuldiger Menschen. Jetzt hör schon auf mit deinem quasi-moralischen Blödsinn. Es ging dir noch nie um die Menschen. Es ging dir darum, das Mädchen zu bekommen. Und was, mein Freund, unterscheidet dich dann noch von mir? Vielleicht die Tatsache, dass ich kein arroganter Schnösel bin? Genau. Du bist der schmutzige Underdog, der Außenseiter aus der Unterschicht. Aber der bist du nur, solange du immer wieder verlierst. Du kannst nicht gewinnen, ohne genauso zu werden wie ich. Genauso wenig wie du auf Elysium leben kannst, ohne Deponia zu zerstören. Es gibt kein Szenario, in dem du gewinnst. Das ist noch nicht das Ende. Ich verstehe. Du hoffst auf einen dritten Akt. Der Held läuft auf die Startbahn. Klopft an das Fenster des Hochbootes. Die Sache hat nur einen Haken, Rufus. Du bist kein Held. Du bist eine tragikomische Witzfigur. Und dies ist auch keine romantische Komödie. Es ist irgend so ein selbstreflexiver Independent-Scheiß, bei dem es am Ende keine Antworten gibt. Kein Happy End. Nur den Blick in das hässliche Spiegelbild, das zu allem Überfluss dann auch noch den Subtext ausplaudert. Das Chaos kann nicht gewinnen, wenn das Ziel die Ordnung
Ordnung ist. Irgendwie sowas. Uff. Ich habe noch die andere Fernbedienung. Dir fehlt noch eine Dame für dein Full Goal. Die kannst du gerne behalten. Das Spiel ist vorbei und der Hauptgewinn reicht mir. Zwei wundervolle, bildschöne Frauen. Eine rechts, eine links und ich in der Mitte. Ihre reinsten und nobelsten Eigenschaften endlich wieder vereint. Mehr als genug Goal für einen maßvollen Mann wie mich. Du hast nur eine dumme Datasette mit Goals geistig-moralischen Kinderkrankheiten. Sie ist ungehobelt, trotzig, streitsüchtig. Das komplette Chaos. Wie Rufus. Genau. Vollkommen nutzlos. Du weißt schon, dass du da von mir redest, oder? Was denn? Wenigstens bin ich ehrlich. Das gefällt dir doch so an mir. Ja. Ja, du hast recht. Aber es ist ein Teil von dir, Goal. Ohne ihn bist du nicht komplett. Das ist uns vollkommen wurscht. Ich habe die besseren Goals und die Aufstiegscodes. Wir sollten jetzt endlich den Countdown hochdrehen. Abschalten kann ich ihn ja nicht mehr. Danke, Rufus. Dafür wird die Explosion gerade mal den Turm selbst betreffen. Danke, Cletus. Weil ich ein Gentleman bin, gebe ich dir und deinen Rebellenfreunden genug Zeit, euch aus dem Staub zu machen. Das ist doch das, was ihr am besten könnt. Leb wohl, Rufus. Du warst vielleicht kein würdiger Gegner, aber ich bin ja Kummer gewohnt. Nein, das kannst du nicht tun. Cletus, Goal gehört zusammen. Wartet, ich... Das wird langsam anstrengend hier. Auch das noch? Oh. Sie haben aufgehört zu schießen. Na endlich. Du meinst, wir haben gewonnen? Ich weiß nicht genau. Aua. Ruwusch, alle mal aufgebascht. Es ist Ruwusch. Hurra. Janosch. Ihr lebt. Natürlich leben wir. Was dachtest du denn? Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Der Turm fliegt gleich in die Luft. Dann lass mich schnell alle zusammentrommeln. Vergesst mich nicht. Goal! Eh schon wieder. Goal, du, aber warum bist du nicht bei Cletus? Tja, so verlockend die Aussicht, nach Hause zu kommen, auch war. Ich hätte einen wichtigen Teil von mir vermisst. Und Cletus? Ich habe ihn auf der Gangway ausgesperrt. Krawall-Goal hätte das sicher dramatischer gelöst. Aber ich fand mich auch ganz lässig. Und Cletus hat getobt. Im Angesicht der drohenden Explosion hat ihm aber eine Goal scheinbar ausgereicht. Apropos Explosion. Wir sollten keine Zeit verlieren. Aber was ist mit dir? Ich meine, was ist mit deinem dritten Teil? Wirst du Baby Goal nicht auch vermissen? Tja, ich hab da noch was gefunden auf dem Weg hier runter. Hat die jetzt alle? Sie wird es sich noch anders überlegen. Nee. Vertrau mir. Herr Botschafter, es wird Zeit. Der Turm ist evakuiert. Wir müssen unverzüglich los. Ja doch. Ja, doch. Interessant. Ich wusste übrigens, dass du zurückkommst. Das wusstest du nicht. Wusste ich doch. Ich kann auch wieder gehen. Wirst du aber nie. Argus Plan zunichte und Schluss der Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen und wird dich bewegen, den Stolz abzulegen, abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen. In brenzliger Lage geht es um Courage und um Schnabeltiere und um die Zugehörigkeit zu opponieren in Untergrundorganisationen. Aber ist egal, lass die Körper stehen. Jetzt ist sie zu spät zu gehen. Überhaupt und sowieso, ey, wo soll ich denn wohnen? Usta, wie wär's mit Heilborn? Ach ja. Elysium, das Ende. Ich glaube, das war der zweite Teil, ne? Ach ja. Okay, nicht das Ende.
Hallo, Rufus. Oh nein. Oh je. Nicht schon wieder. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe, um die Schrottpresse von Docs mobiler Praxis zu reparieren. Mhm, mobile Praxis, genau. Du brauchst mir nichts vorzumachen, Toni. Ich weiß genau, was los ist. Das hier ist keine Schrottpresse und schon gar kein Tutorial. Nein, es ist einfach nur ein wiederkehrender Albtraum. Und dass du hier bist, ist der ultimative Beweis. Denkst du etwa, mir macht das Spaß? Ich meine, wer braucht schon ein Tutorial für ein Point-and-Click-Adventure? Mein Reden. Lass uns die Sache einfach hinter uns bringen, okay? Ich müsste eigentlich bei den Widerstandskämpfern in Porta Fisco sein und gegen den Organon kämpfen. Stattdessen erkläre ich meiner Pestbeule von Ex-Freund, wie man eine Maus benutzt. Wie jetzt? Du denkst, du musst mir was erklären? Wer von uns beiden hat denn den ganzen Quatsch schon zweimal durchgekaut? Ich kenne dieses Tutorial in- und auswendig. Es beginnt damit, dass ich dich ansprechen muss. Na super. Das Schlimmste gleich zu Beginn. Dazu benutze ich... Die Maus vielleicht? Seit wann lasse ich mir von dir helfen? Und worauf wartest du dann noch? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Nicht vorsagen. Was genau tust du da? Ich sondiere erst einmal das Terrain. Ist das wirklich nötig? Du wolltest mich doch ansprechen. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Gibst du dann endlich Ruhe? Wohl kaum. Ich vermute eher, dass dadurch einer dieser Multiple-Choice-Dialoge gestartet wird, in denen du mir noch mehr auf den Keks gehen kannst. Ja, wie aufregend. Schrecklich. Das ist eine gefräßige Giftnatter. Dass du zu dämlich zum Gucken bist, kannst du auch später noch unter Beweis stellen. Jetzt geht es erst einmal ums Ansprechen. Das macht man mit der linken Maustaste. Wie bitte? Ach, zu dumm. Ich vergesse immer, dass ich kein Parsel spreche. Rede mit Toni. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du. Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja noch nicht mal... Wie man ein Objekt anspricht, genau. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß doch jeder. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Du meinst links? Nein, ich meine rechts. Da, wo das Augensymbol ist. Ach, das ist dieses Rechts, von dem immer alle reden. Ich habe das auch immer einfach links genannt. Ist auch viel einfacher zu merken. Aber na gut. Alles links. Dann probiere ich dein ach so tolles Rechts gleich mal an diesem Ding aus, das da auf dem Boden liegt. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechts klicke, sobald das Auge zu sehen ist. So. Überanstrenge dich nicht. Was ist das? Das ist der Interferenzwandler. Erst war es der Kathodenstümpel. Dann der Reaktorlotkopf. Könnt ihr euch nicht mehr einigen? Oh, nenn ihn, wie du willst. In jedem Fall brauchst du ihn, um die Presse zu reparieren. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, so dass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Oh. Oh. Manu, wo ist er denn? Sagtest du nicht, dass du dich auskennst? Wenn du etwas aufsammelst, landet es in deinem Inventar. Um es zu öffnen, musst du nichts weiter tun, als am Mausrad zu drehen. Hey, da ist es ja. Genau. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Nein. Was mache ich hiermit? Keine Ahnung. Kaputt ist es ja schon. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Sieh her, Toni. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Sieht aus wie so eine Riesentoilette. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Dankeschön. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Oh, Toni. Was denn jetzt noch? Was hältst du davon, wenn ich dir dieses Mal die Ehre überlasse, den Knopf zu drücken? Gerne. Ich habe eh mit Doc gewettet, dass du es nicht hinbekommst. Was?
Aber ich hab's doch hinbekommen. Die Presse funktioniert. Ich zeig's dir. Oh Mann. Tja, jetzt schuldig Doc wohl 5 Slotty. Aber das war es wert. Meine lieben Mitelysianer, ich weiß, ihr habt euch alle sehr auf diesen Tag gefreut. Leider muss ich euch mitteilen, dass Inspektor Cletus und dessen Begleiterin noch nicht wieder zurück sind. Wir können also immer noch nicht ausschließen, dass es unten auf Deponia Menschen gibt, die es irgendwie geschafft haben, bis heute im Schrott zu überleben. Oberkontrollrat Ulysses hat mir bestätigt, dass der Organon bereit ist, seine Bestimmung zu erfüllen. Sobald er mit dem Inspektionsteam aus den Ruinen des ehemaligen Porta Fisco zurückkehrt, steht dem spektakulären Startschuss unserer Reise nach Utopia nichts mehr im Wege. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis wir dem Organon endlich das Signal zur Sprengung unseres Heimatplaneten geben können. Die gute Nachricht ist, aufgrund dieser Verzögerung bleibt die Wasserrutsche bis auf Weiteres geöffnet. Wow. Leben da wirklich wie im Paradies, ne? Du gestörte Göre, schiebst mich vor die Türe. Wie ein Müllsack oder ein Riegel, du schiebst ständig was vor. So auch Gründe dafür, Konfitüre à la Bordüre. Konstatiere, dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät. Putz mal dein Hörgerät. Rufus Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz on hold war. Und zwar auf Deponia. Capo Alfine, Spot an für Teil 3. Russa, Spot an für Teil 3. Deponia. Der dritte Teil. Müll. Müll. Bei Depot. Noch mehr Müll. Dichter Qualm. Moment mal. Qualm? Alarm! Was? Feuer! Guten Morgen, die Damen. Doc, der Feuerlöscher. Ich wecke Bose und hol das Minensuchgerät. Moment, ruhig Blut. Ich mache doch nur Frühstück. Grillhonig. Nicht schon wieder. Das Antiallergen ist im Schrank. Die Bärenfalle, Quatsch. Kein Grillhonig. Ich angle uns einen Fisch mit dem guten alten Tauchkran. Verdammt. Das ist neu. Kein Problem. Lass mich nachdenken. Wir müssten mittlerweile im Scherbenmeer sein. Haben wir noch genug Pflaster? Doc? Was? Das ist nicht das Scherbenmeer. Was? Richtig. Da war ja noch was. Während ihr schlieft, hatte ich eine Idee. Was hast du getan? Ich habe eine stillgelegte Rampe zur Einschienenbahntrasse des Organon gefunden. Und da dachte ich mir, Rosus Mutter war doch früher mal ein Schienenfahrzeug, nicht wahr? Rufus! Was denn? Du hast uns auf eine Organon-Kreuzertrasse gesteuert. Ja, und die führt uns direkt nach Porta Fisco zur oberen Ausstiegsstation, wo der Organon seine Hauptverwaltung hat. Und wo das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegt. Das war doch der Plan, oder nicht? Ich nutze meine verblüffende Ähnlichkeit mit Cletus, um mich mit Goal an Bord zu schleichen. Aber... Na kommt schon. Jetzt lasst uns erstmal was essen. Ha, das ist der Tauchkran. Es hat einer angebissen. Ich dachte, wir sind gar nicht mehr auf dem Wasser. Ja und? Wie? Ja und? Ja, was hat denn dann angebissen? Oh oh. Okay. Kacke. Die Tür. Oh je, oh je, oh je. Oha. Spätestens jetzt wird Bose wohl einsehen, dass er einen neuen Kutter braucht. Oh, Rufus, du hattest ja so recht. Du bist so ein guter Freund. Tja, selber schuld, Fettsack.
Oh. Oh je. Wo bleiben Sie, Argus? Ich habe gerade mit dem Elysianischen Ältestenrat geredet. Sie werden langsam nervös. Wir sind auf dem Weg, Herr Oberkontrollrat. Inspektor Cletus und seine Begleitung sind an Bord. Es wird keine weiteren Verzögerungen geben. Das will ich auch sehr hoffen. Ulysses, Ende. Verrat! Stoppen Sie die Maschinen, Argus! Cletus, Sie haben hier nichts verloren. Sie sollten in der Kabine bleiben, bis wir Porta Fisco erreicht haben. Das muss warten. Diese Frau ist nicht meine Verlobte. Legt seine Augäpfel aufs Waffeleisen! Das weiß ich doch. Sie ist eine Deponianerin mit einem Gehirnimplantat, in welchem sich aber auch die Datasette mit dem Bewusstsein ihrer Verlobten befindet. Eben nicht. Klingt das etwa wie Goal? Kaut ihnen das Fleisch von den Fesseln! Sammelessig! Vielleicht hat sie gerade... Sie wissen schon, die Maler im Keller. Unfug. Dieser Rufus hat mich reingelegt. Wir müssen umkehren. Sie Unglückseliger. Herr Amtmann, da ist etwas auf dem Gleis. Das interessiert mich nicht. Überfahren Sie es doch einfach. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Inspektor hat nämlich noch etwas Wichtiges vergessen. Und wehe ihm, wenn er es nicht bald wiederfindet. Oppenbott, Sie begleiten Inspektor Cletus. Sehr wohl, Herr Amtmann.